Nun wird der Arena-Leiter platt gemacht, der Arena-Leiter platt gemacht. Hey du da! Ich bin Kai. Ich verliere nie, wenn es um Käfer-Pokémon geht. Meine Forschungen machen mich zu einer Autorität auf diesem Gebiet. Lass mich demonstrieren, was ich gelernt habe. Müsste man nicht sagen, zu einer Koryphäe und nicht zu einer Autorität? Ich meine, Autoritäten sind für mich was anderes als die, die sich einfach Wissen angeeignet haben. Nach Pokémon halt. Egal. Glut! Los, Brutzelsaftkorn! Ich flambier dich! Ha, flambiert und Level 21. Sehr schön. René erreicht Level 21. René versucht, Rückzugkeep zu erlernen. Sehr schön. Nehmen wir als Ersatz von Tackle. Soll nicht das Problem sein. Also, weg damit und wir können jetzt Rückzugkeep. Jo. Leiter Kai setzt Kokuno ein. Auch da haben wir nichts gegen einzuwenden, weil wir werden jetzt einfach wieder Glut einsetzen. Das ist das Schöne, echt wirklich. Diese Arena ist so ein Traum für Iglava. Echt, kann man nichts gegen sagen. Aber egal. Sichlor. Sichlor ist echt nicht schlecht, das Pokémon. Sichlor ist cool. Selten. Schwer zu fangen. Und stark. Aber auf das Pokémon wollen wir nicht in unserem Setup und gegen unser Iglava hat es trotzdem keine Chance. Oh doch, hat es wohl. Zornklinge. Das ist eine miese Attacke, wenn sie denn nicht sehr effektiv wäre. Aber sie ist nicht sehr effektiv. Also, egal. 46 Erfahrungspunkte. Mist. Kurz vom Level Up. Erstaunlich, du bist ein wahrer Pokémon-Experte. Meine Forschungen sind noch nicht abgeschlossen. Okay, du gewinnst diesen Orden. Selena erhält Insektorden. Cool. Kennst du die Vorzüge des Insektordens? Durch ihn gehorchen dir Pokémon bis zu Level 30. Denn Pokémon können Zerschneider nun auch außerhalb des Kampfes anwenden. Bitte nimm auch dies. TM49. Ist Zornklinge. Wird das Ziel getroffen, gewinnt die Attacke jede Runde an Stärke. Je länger der Kampf dauert, desto besser wird der Angriff. Ist das nicht toll? Ich selbst habe diese Entdeckung gemacht. Cool, gucken wir doch mal direkt, ob unser Knuffenser die ja lernen kann. Wert wäre es das ja. Nein, aber unser René. Okay. Unser Iglava kann also Zornklinge lernen, das ist interessant. Aber total unnötig. Also, was haben wir denn jetzt? Selena. Orden. Zwei Stück. Zwei von 8 haben wir schon mal. Beziehungsweise 2 von 16, aber dazu kommen wir später. Oh, es ist immer noch Nacht. Ich finde das so traumhaft. Ich glaube, ich nehme noch ganz viele Parts heute auf. Ich liebe es einfach in der Nacht zu spielen. Also, los geht's. Ich frage mich, wann unser Togepi schlüpft. Ach ja, jetzt habe ich es verraten. Ja, aus dem Ei wird ein Togepi. Und dann schauen wir jetzt einfach mal. Los geht's. Unser Rivale. Sag mir etwas. Ist es wahr, dass Team Rocket zurückgekehrt ist? Was? Du hast sie geschlagen? Ha, hör auf zu lügen. Du machst keine Witze? Dann lass uns sehen, wie gut du bist. Tja. Dann lass es uns sehen. Da hilft dir auch dein Wasser-Pokémon nichts mehr, weil da werden wir auch was gegen haben später. Nebulak. Nebulak werde ich eh flambieren. Mir egal. Blut. Danach sind wir Level 22, davon wirst du uns nichts abhalten. Siehst du? Ich hab doch Level 22 erreicht. Und ein Tyrakrok. Ja, wir wollen das Pokémon wechseln, weil wir jagen ihm jetzt einfach mal unser Knuffenser auf den Hals. Ich finde aber schon interessant, dass er auch schon einen Tyrakrok hat. Das ist nicht schlecht. Aber wir haben jetzt trotzdem Ranghieb. Jo, leider ist ein Silberblick daneben gegangen. Das hätte ihm vielleicht ein bisschen helfen können. Und da setzen wir jetzt noch Schlafpuder ein. Schlafpuder. Sehr schön.
Diese Statusveränderung ist sehr schön. Jetzt kann ich einfach wie so ein Wahnsinniger weiterhin drauf einprügeln, ohne dass es sich wehren kann. Und ja. Das ist eigentlich schon recht vorteilhaft, wie ich finde. Ranghieb. Regelt. Ja. Knuffenseil 489 Erfahrungspunkte. Und als letztes wird Zuber in den Kampf geschickt. Wir wechseln mal nicht, damit Knuffenseil dann nachher 17 ist. Und ja. Also, Ranghieb. Oh nein, Superschall. Wir sind verwirrt. Knuffenseil ist verwirrt. Trotzdem macht es Ranghieb, Gott sei Dank. Aber es ist leider nicht sehr effektiv, das ist wirklich schade. Deswegen wechseln wir jetzt auf das Pokémon, aber die XP halbieren wir halt unter den beiden, damit es sich auch lohnt. Ich frage mich, ob es hier sowas wie EP-Teile oder sowas gibt. Tut mir gerade leid wegen dem Avira-Fenster. Ich wollte mir gerade erzählen, dass ich lange keine Update mehr gemacht habe. Vielleicht soll ich es mal endlich wieder tun, dann hört es auf zu nerven. Nicht auch noch du im Superschall. Och man. Nicht verwirrt sein, bitte. Oh nein, es hat sich Verwirrung selbst verletzt. Das ist nicht gut, sowas. Also. Das im Ruckzuckieb. Ja, geht doch. Bam! 81 Erfahrungspunkte und Knuffenser auch. Oh, Knuffenser, kein Level Up. Hey du, du hast nur gewonnen, weil meine Pokémon schwach sind. Ich hasse Schwäche. Pokémon, Trainer, es macht keinen Unterschied, wer oder was. Ich werde stark sein und das Schwache auslöschen. Das gilt auch für Team Rocket. Nur gemeinsam sind sie stark, aber triffst du auf einen alleine, ist er schwach. Ich hasse sie. Geh mir aus dem Weg. Ein Schwächling wie du ist nicht mehr als eine Ablenkung. Jo, für was denn? Habe ich dir jetzt ganz toll abgelenkt? Das tut mir aber leid. Egal. Guten Abend, du bist spät dran. Immer noch, wir haben keinen Termin. Also warum sollte ich spät dran sein? Lass mich doch spielen, wann ich will. Und meine Pokémon-Kämpfe bestreiten auf dem Weg zum Pokémon-Meister. Jo. Dann mal weiter geht's. In den Steineichenwald. Tritt durch das Tor. Vorsicht, verlaufe dich nicht. Der Steineichenwald ist groß. Der Wald wird von seinem Schutzpatron bewacht. Mach keine Dummheiten. Ach ja, hier ist der Celebi, ne? Ich glaub schon. Hier müsste irgendwo Celebi sein. Ja, da oben, glaube ich. Find's interessant, dass hier kein Gras ist, aber trotzdem Pokémon auftauchen. Aber die Pokémon, die hier auftauchen, sind für uns eher ein Witz, da wir Iglava haben. Und uns deswegen mit Glut recht gut durchkämpfen können. Joa. Wie ich schon sagte, Blutzug ist da wohl kaum ein Problem. Oh Mist, mein Boss wird sauer sein. Das Porenta, das mit dem Zerschneider Bäume fällt, um nach Holzkohle zu suchen, ist abgehauen. Ich traue mich nicht in den Steineichenwald, um nach ihm zu schauen. Es ist so groß dunkel. Er ist so groß und dunkel. Na dann. Ja, ja, das ist das verschollene Pokémon. Quark. Mist. Nicht noch ein Pokémon. Ein Myrapla. Myrapla ist auch ein nettes Pokémon. Wäre eine Möglichkeit auch zu nehmen, aber wir wollen lieber unser 10 Jahre wie Schlafpuder. Und einfach, weil wir es früher bekommen haben. Ich meine, jetzt haben wir schon damit angefangen. Und joa. Porenta, Quark. Ach komm schon. Paras. Egal. Wir boxen alles um. Wie ich versprochen habe am Anfang des Let's Plays. Alles besiegen. Alles, was uns in die Quere kommt. Dann ist es sozusagen wirklich 100%. Also gut, 99,99%. Ich finde leider nicht die Items, die versteckt sind. Da kenne ich mich nicht so aus und deswegen, ja. Ein Enton. Warum verdammt meint nochmal ein Enton?
Egal, Rucksacki one-hit. Also, sollen wieder dahin. Quark. So. Jetzt wieder dahin. Quark. So. Wieder dahin. Quark. So, wieder dahin. Quark. Wow, vielen Dank auch. Die Pokémon von meinem Boss gehorchen mir nicht, da ich keinen Orden besitze. Ah, mein Porenta, du hast es für uns gefunden. Wir können ohne es nicht den Zerschneider einsetzen, mit dem wir Bäume fällen, um Holzkohle zu finden. Danke. Wie kann ich dir danken? Ah, genau, nimm dies. Also VM01 ist natürlich Zerschneider. Das Problem bei dem Ganzen ist nur, dass ich Zerschneider ungern jetzt Knofenser beibringen möchte. Also tausche jetzt kurz mit Knofenser die Position mit René und werde hier jetzt mal ganz schnell ganz oft hin und her laufen, auf dass wir uns ein Pflanzen-Pokémon und aller Myrapla oder sowas holen. Oder Paras, wenn es denn Zerschneider kann, da bin ich mir gar nicht so sicher. Krankenhieb? Egal. Krankenhieb. Und weil es so schön war, nochmal Ranghieb. Also, jetzt erfüllen wir mal einen Superball. Das dürfte auf Level 6 kaum ein Problem sein, dass der jetzt drin ist. Und ja, ein Ball für Pokémon an der Angel. Ah ja, okay. Cool. Komm schon, bleib drin, bitte. Ich brauch den Schneider. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Willst du mich nicht veräppeln? Boah, dann machen wir es jetzt anders. Ja, schlaf, Bruder. Schlaf, Paras. Beutel, Superball, los. Komm schon. 1, 2, 3, 4. Toll, Paras wurde gefangen. Wenn Paras jetzt keinen Zerschneider kriegt, dann ist das doof. Dann ist das richtig doof. Nein, ich möchte Paras keinen Spitznamen geben. Und ja, dann gucken wir mal. Zerschneider. Ein Pokémon beibringen? Ja. Ja, Paras kann Zerschneider lernen. Sehr schön. Kann Paras auch noch Blitz lernen? Das wäre ein Traum. Ein Pokémon beibringen? Ja. Ja, Paras kann auch Blitz lernen. Sauber. Dann ist das jetzt unser VM-Depp. Und ja, dann geht's doch mal hoch. Hey! Geil! Togepi. Togepi. Togepi schlüpft aus dem Ei. Und Togepi steckt doch noch halb im Nehmei. Möchtest du Togepi einen Spitznamen geben? Nein. Und das erschreien mit Celebi in der japanischen Version zumindest. Also, weiter geht's. Wir wollen uns so viele Items wie möglich holen in diesem Wald und dann erst zum Ende hin. Und ja. Die Erfahrungspunkte können wir auch gebrauchen. Ich möchte auch eigentlich gar nicht abkürzen. Oh, warum mache ich den ins Wachstum? Grüne Neune. Er sieht mich. Er hat mich identifiziert. Ich bin ein Knofenser. Egal. Es schlug fehl. Du hast mich schon identifiziert. Wow. Egal. Tackle mich mal. Und wir sind jetzt Level 17 mit Knofenser. Sehr schön. Auch da geht's langsam aufwärts. Aber in diesem Wald werde ich trotzdem noch Iglava den Vorzug lassen. Knofenser versucht Giftpuder zu lernen. Auch da sage ich nicht nein. Ja. Und zwar als Ersatz von Wachstum. Knofenser lernt Giftpuder. Joa. Also, tauschen. Jo, Selena findet Beleber.
Und in diesem schaurigen Wald geht es dann im nächsten Part weiter.